Soll ich mein Wertpapierdepot gegen Nießbrauch an meine Kinder übertragen? Inwieweit macht es Sinn, die niedrigen Börsenkurse zu nutzen, um Vermögen auf die nächste Generation zu übertragen? Und mein Steuerberater sagt, die Gründung der lang besprochenen Familiengesellschaft könnte sich in der aktuellen Kapitalmarktsituation anbieten. Viele Fragestellungen und Ideen, die auf Anleger einprasseln von der verschiedenen Perspektive der unterschiedlichen Berater. Im Kern geht es typischerweise darum, die niedrigen Kurse zu nutzen. Damit ist die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Schenkung möglichst niedrig und der spätere Kursgewinn oder auch die Zinsen, die ja nun wieder vorhanden sind, würden bereits bei der nächsten Generation entstehen. Die Idee ist grundsätzlich gut. Wir glauben aber, dass die Reihenfolge anders sein sollte. Zuerst sollte die Finanzplanung, also die Sicherstellung der Lebensplanung mit entsprechenden Vermögenswerten der Seniorengeneration sichergestellt sein. Die individuelle Finanzplanung ist hier die Lösung. Dann gilt es abzugleichen. Was möchten wir eigentlich? Wollen wir Kontrolle behalten? An welchen Vermögensteilen wollen wir uns noch die Erträge sichern? Das kennen viele aus dem Bereich der Immobilie, bei der die Immobilie geschenkt wird und der Nießbrauch wird sich vorbehalten. Und dann kommen die verschiedenen Ideen. Schenke ich ein Depot, beispielsweise kombiniert mit einem Nießbrauch? Möchte ich vielleicht die verschiedenen Möglichkeiten ergänzen, um die Instrumenten, die das Gesellschaftsrecht bietet? Dann haben Sie die Variante, über eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft zu agieren. Auch hier unterschiedliche Auswirkungen, speziell auch die Fragestellung, was wird wie besteuert? Bin ich im Besteuerungsregime der Kapitalgesellschaft mit dem Schachtelprivileg für Aktien, mit anderen Teilfreistellungen für Investmentfonds oder möchte ich das Ganze im Rahmen einer Versicherungslösung haben, also einer Versicherungslösung, die sich recht gut individualisieren lässt, sofern man gewisse steuerrechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Also viele Fragestellungen, was die Instrumente angeht. Und wir glauben, ja, der Ansatz ist gut, die jetzige Situation zu nutzen. Aber im nächsten Schritt sollte zuerst klar sein, was möchte ich eigentlich erreichen? Mit ich ist der Vermögensinhaber, respektive Vermögensinhaberin, gemeinsam mit dem Ehepartner gemeint. Was möchten wir in der Familie erreichen? Also wo möchten wir Kinder wirklich mit Vermögen eigenständig ausstatten? Wo möchten wir sie an die finanzielle Entscheidungsbasis für eigene Anlageentscheidungen heranführen? Und insgesamt natürlich habe ich einen neutralen und fachlich fundierten Überblick über diese Instrumente, weil die Schenkung eines Wertpapierdepots gegen Nießbrauch ist etwas anderes, als einen Gesellschaftsanteil zu übertragen mit disquotalen Gewinnzurechnungen. Und am Ende des Tages, das soll hier die Werbung sein, man sollte immer natürlich, wenn man sich für etwas entschieden hat, überlegen, wie wirkt sich das aus und das nicht nur qualitativ besprechen, sondern quantitativ in der Liquiditätsplanung abbilden, in der Vermögensstrukturanalyse und das natürlich auch entsprechend frankieren mit den verschiedenen rechtlichen und sonstigen Regelungen, die hier zu treffen sind. Also, wichtige Punkte, die es zu beachten gilt. Es gibt nicht den einen idealen Ansprechpartner, sondern typischerweise haben Sie ein Team von verschiedenen Disziplinen, was das alles gemeinsam zusammenbringt, um die bestmögliche Lösung, das heißt natürlich die Darstellung der Vorteile, aber auch die Diskussion der Nachteile entsprechend darzustellen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Ich darf Ihnen ein glückliches Händchen wünschen bei dieser Entscheidungslage. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.